Was hat das Leben für einen Sinn, wenn du nicht flexst und dafür stirbst? Verstehst? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Schatten. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Reaction am Mittwoch. Was ist da los? Ich hab's halt mal gefeiert. Eigentlich heißt es ja Reaction Friday, aber nein. Ja, egal, was mit Fridays zu tun hat, irgendwie geht alles schief. Wie lange warte ich jetzt schon auf die vielen Produkte, die ich am Black Friday bestellt habe? So vielleicht wie manche von euch auf euren Friends and Family Hoodie. Sind natürlich unterwegs für all jene, die ja, in den ersten 5 Minuten am Start sind. Das soll jetzt gar nicht das Thema sein, sondern ich habe gefühlt 10 Sachen bestellt. Von diesen 10 Sachen sind, glaube ich, erst 3 Dinge angekommen. Also es verzögert sich. Ich hoffe, dass ich am Freitag dann das Unboxing der Black Friday Deals, die ich so gemacht habe, machen kann. Deswegen gibt es heute die Reaction und nicht am Reaction Friday. Aber ich will gar nicht mehr länger quatschen, liebe Leute. Außer, dass es natürlich von mir auch einen Reaction-Kanal gibt mit 2 Reactions täglich. Also schaut unten in der Infobox vorbei. Jetzt würde ich sagen, wir quatschen gar nicht mehr länger lang rum. So, damit ich mich gerade noch rette. Ich habe ein Video herausgesucht, natürlich wieder mal ein uraltes von Mahan, das ich sehr, sehr spannend finde. Wir haben schon hier Rich Kid mit 31.500 Euro Rolex und da steht irgendwie ein Girl mit Supreme-Unterhose und so weiter. Also keinen Plan, was da abgeht. Aber Freunde, wir werden uns das gemeinsam anschauen. Bin schon sehr gespannt. Mahan, here we go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu einem neuen Video. Servus, Mahan, _Persa. Zu einem weiteren, wie viel ist dein Outfit wert? Von mir heute wieder ein wie viel ist dein Outfit wert am Start. Und wir haben richtig stabile Szenen heute. Und zwar Bainche vom letzten Mal. Ihr wisst, ich war crazy drauf. Ich habe mir direkt gedacht. Mahan natürlich wieder klassisch mit Gucci Cap und Acne Shirt. Ey, ich lade sie wieder ein zu einem wie viel ist dein Outfit. Das Video letzte Woche kam mir gut an. Und sie hat uns heute wieder ein geiles Outfit zu präsentieren. Checkt das Video auf jeden Fall bis zum Ende ab. Ist auf jeden Fall sehr lustig geworden. Aber ganz wichtig. Bevor wir anfangen mit dem Video, habe ich einen kleinen Lifehack für euch. Das ist aber ein kleiner Lifehack am Rande. Okay, okay. Eine uralte Werbung, die interessiert uns natürlich dann auch nicht mehr. No, okay, dann haben wir nur mal 8 Minuten zum Reacten. Uff, es wird immer weniger, Leute. Flip, flip, flap, flippity, flop, flippity, flop, oh, flap. So. Check das auf jeden Fall ab, Leute. Ich würde mal sagen, wir starten direkt mit dem Video. Wir starten direkt mit dem Video. Oha. Ramos, grüß dich. Ramos, servus, okay. Nice Moncler-Jacke, muss ich sagen. Habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich eigentlich ganz cool. Grüß dich. Bro, cooles Outfit. Danke. Sehr auffällig. Ja. Meine Frage an dich: Was ist dein Outfit wert? Ich finde die Cap auch ganz nice eigentlich. Also top. Er hat mich erwischt gerade. Ich habe dich erwischt. Habe dich direkt erwischt. Aber es ist auch nicht schwer, dich zu übersehen mit der roten Jacke. Ich muss ein kleines Problem nochmal nennen. Und zwar besteht die Gefahr, dass mein Bruder ein bisschen sauer wird, da ich mich immer hier aufhalte, neuer Mal. Okay. Heute ist ein guter Tag und daher dachte ich, dass ich hier ein bisschen mal reinschaue beim Alsterhaus. Das ist nett, dass du auch hier mitmachst. Was ist die Frage nochmal? Was? Bro, what the fuck? Was ist dein Outfit wert? Ja, wo soll ich denn anfangen? Bei deinen Schuhen. Fangen wir bei deinen Schuhen an. Valentinos. Okay, Valentino, gar nicht mein Fall. Ja. Weiß nicht. Also, wäre noch nie auf die Idee gekommen, mir Valentino-Sneaker zu holen. Das sind halt so die klassischen, bisschen bonzenmäßigen Sneaker, finde ich. Genauso wie Giuseppe Zanotti oder Alexander McQueen. Das ist so ein, das ist so eine Rubrik an Schuhen. Da gehen wir nicht hin. 50 Euro, okay. Ich habe die gleichen. Ich spreche gar nicht gerne über Geld, aber naja, was soll man machen? Das ich bin halt ehrlich, 55, ja. Okay. Sind die bequem für dich? Super. Guter Alltagsschuh. Bequeme Schuhe, sehr gut. Ja. Ja. Genau. Ein Freund von mir hat die auch und der trägt die seit 4 Jahren oder so. Er sagt, ja, Top-Schuh. Und wenn die Sohle abgeht, lasse ich eine neue draufschustern. Okay, Bro. Okay, bist du zufrieden mit der? Ja, ja. Das ist schon mein zweites Paar und so. Passt. Okay, gut. Die Jeans. Ist gut. Die ist gut. Stani, ne? Weiß man nicht. Ja, fit ist, finde ich, bisschen weird so. Also, irgendwie, da ist gar keine Form drin. So wie eine Jogginghose, nur als Jeans. Im Preis? Stalli, ne? MCM-Tasche natürlich. 500 Euro? Ist Stalli oder ist andere? Ist eine andere Stalli. Ja, okay. Ein anderes Stalli, okay. So um den Dreh. Um den Dreh, okay. Keine MCM Ahnung. Gehört, ich glaube, die kostet 250 Euro, ne? So um den Dreh. Kommt so, hin? Ja? Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. So jetzt die Frage der Fragen. Deine Jacke. Die auffällige Jacke. Moncler, ja. Okay, schon wieder Werbung. Oha! Oha, auf einmal ist ein Auto. Der Typ ist ein Transformer. Krass. Ich hab 900, glaube ich, ne? 900, okay. Okay. Was hast du darunter an? Ja, fit ist auch irgendwie strange, oder? Da relativ breit und da oben aber dann wieder schmal, also schmeichelt nicht wirklich der Figur. Digga, die T-Shirt
Hat nicht viel gekostet. 50 Euro. 50. Hier habe ich eine Tasche. Muss ich alles zeigen? MCM, weiß ich nicht. MCM, okay. 175, 275. Okay, okay, du hast noch eine. Aber schaut auf jeden Fall sehr, sehr warm und bequem aus der Jacke. Menge Tasche. Ich finde die Achso. Die $4.95? Da geht's halt wieder mal nur um den Flex. So, jedes Ding eine Marke, jedes Ding teuer, jedes Ding eine Marke, die man überall bekommt. So, was hier auch wirklich jeder kennt. Also, ja, don't know. Oder 75? Okay. Irgendwie so, auch MCM halt. Ist die stabil, passt da viel rein? Was kann man, ist halt kein echtes Leder, passt viel rein. Ich hab da meine ganzen Sachen drin dann. Also, okay. Portemonnaie hier. Ah. Auch von MCM natürlich. Fan, ne? Ich mag MCM gerne, ja. Bevorzuge ich eher als Louis Vuitton oder so. Okay. Louis Vuitton. Deine Cappy, Palm Angels Cap. 90 Euro. Letzte Woche gekauft. Findest du die Quali? Ich frage mich auch schon vor lange. Keine Ahnung, ich bin seit ein paar Tagen. Willst du die haben? Alles ich schenk's dir, Bro. Nein. Mann, sagt er fix nein. Wenn eine Cap, Freunde, dann natürlich von Gucci, ganz klar. Die steht dir auf jeden Fall. Danke dir. So, ich hab gesehen, du hast noch Bling Bling am Arm, eine Uhr. Das zeig ich ungern. Zeigst du ungern? Das zeig ich sehr ungern. Okay. Ja, ja, den Gesichtsausdruck machst du, als würdest du die Uhr ungern zeigen. Versteh ich. Die Uhr? Na, die zeige ich ungern. Na, die zeige ich nicht so gern. Ich mag das nicht so, meine Uhr zu zeigen und über Geld zu reden. Ja, ja, safe, Bro. Rolex. Muss ich? Ja. Muss ich die wirklich? Also die Kamera einmal hier. Vollgold. Ja, okay, Vollgold-Uhren sowieso nicht mein Fall. Rosé-Gold-Uhren. Boah. Freunde, wo ich Uhren shoppen war in diesem einen Store, hatte der Typ eine rosé-goldene AP. 41 mm. Ja, zu krass. Er sagt 60.000 oder 50.000 oder so, die war zu krass. Also das Rosé-Gold, das kann schon nochmal einiges. Bin aber natürlich jetzt auch noch sehr zufrieden. Das ist immer blöd. Kostet halt ein bisschen, aber ist geliehen, sagen wir mal so, okay? Okay, wir müssen ehrlich sein. Schicke Uhr. Danke dir. Auch mit dem schwarzen Ziffernblatt. Okay. Punkt, sage ich euch einfach. 30. Hi. Okay. Bis 31.000 Euro. Okay. Vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Cooles Outfit im Großen und Ganzen. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Kein Problem. Wie ist der Name? Mahan. Wo finde ich? Mahan? Genau, Mahan. Ist Iran? Krass. Ich habe die ganze Zeit gedacht, die kennen sich. So, er will ihm die Kappe schenken und ich weiß nicht, was alles. Okay. Ja, genau. Ich bin Iraner. Krass, genau, Oshi. Nee, ist sie. Das ist Nako. Was soll ich mal in die Kamera sagen? Also, liebe Grüße an meine Jungs, Hamburg aus. Yeah. Ali Yaba, Alu Shabibi. Oh. Roa, mein Bruder, bester Mann. Ich grüße auch Felix. Ich grüße. Okay. Ja. Das ist der Nakono Dadosh. Und mit deinem Arm. Ich hab deinen Arm. Ich würde so gerne auch Türkisch sprechen können. Was geht ab? Alles gut? Hallo, mein Ihn. Servus. Okay, wen haben wir da am Start? Nee, das ist ein bisschen kalt. Ah, das ist diese. Ja, die hatten wir schon mal in einem Video. Die war mega cool. Also ich bin schon mega gespannt, was die heute wieder am Start hat. Aber ich fand die sehr, sehr nice. Kann mich erinnern, dass ich auf die mal reagiert habe. Es ist kalt. Du läufst ja mit so einem Outfit durch die Gegend, obwohl es kalt ist. Ja. Okay, Supreme-Unterhose auf Flex angelehnt. Wegen dem Flex, you know. Okay, wir haben die Bane schon am Start. Sie ist, glaube ich, Rapperin oder so. Ja, man, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, das letzte Video kam gut an. Viele Reaktionen. Wie hieß die schnell? T. Ah, ich weiß nicht. Drauf. Ja. So, viele haben in die Kommentare geschrieben, dass du crazy am Start bist. Ja, manche. Da dachte ich mir auf jeden Fall, dass ich dich nochmal einlade. Ja. Zu Recht. Oh, voll nice, danke. Ja, gerne. Ja, hau mal raus. Was hast du denn heute an? Also. Das schaut schon so ein bisschen Palm Angels mäßig aus, aber I don't know. Farblich gesehen, ja, haben wir hier sehr vieles am Start. Ja, wirklich sehr viel zu bieten. Ich mag's gerne bunt und crazy und ausgefallen. Soll ich wieder bei den Schuhen anfangen? Ja, fangen wir den Schuhen an. Okay, Supreme Cheesies. Die gleichen Schuhe. Genau, das sind die gleichen Schuhe. Ah, Gucci. Gucci Ace, glaube ich. Schuhe, weil ich. Leute, das ist echt mein Chiller-Outfit. So, ich bin nach Hamburg gekommen, ich hatte zwei Outfits dabei gehabt. Ich war so alt, also ich chill ein bisschen bei meiner Managerin und dann. Aber so eine Managerin sogar. Aber alles so ein bisschen im Tommy Hilfiger Vibe mit diesem Blau und diesem Rot. Waren die so. Da wird die Pepsi gut dazu passen. Dann kamst du und warst so, okay, wir trainieren jetzt. Ich so, Alter, okay, ich muss jetzt irgendwie. Ja. Okay, viel Rechtfertigungen, fangen wir an. Ja. Okay. Egal, auf jeden Fall. Naja, aber meine Schuhe, Classic. Die 400. Ah, du hast auch Socken. Ich hab, ja, ich hab auch. Oh, Gucci Socks. Gucci Socken. Ich habe meine Gucci-Socken an. Ich weiß aber gerade nicht, wie viel, weil das haben mir meine Freunde geschenkt. Meine lieben Freunde. Grüße gehen raus an Finn und Nick.
Die kosten 100 Euro so. Ja. Bei Gucci. Also normalerweise kosten 90 bis 100 Euro auf jeden Fall. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, die haben es mir geschenkt. Klar. So. Okay, der Gucci Flex, auf jeden Fall am Fuß. Genau, was habe ich gesagt? 400 Euro ungefähr waren das. Die Hose ist von, die habe ich von Lee, aber das ist so aus. Okay, aber selbst so ein bisschen designed oder customized oder wie ist das? So eine Special Edition, weil die haben die verschenkt bei so einer Opening Party. Okay. Ist auch eine Jungshose. Dann eine Jungshose. Weirder Gürtel auch. Genau. Okay. Ja. Ich mag Jungssachen, ja. Du magst Jungsklamotten, okay. So dann eine sehr weite Hose. Ja. Okay, mit bisschen. Ist Farbe, ist ja, einfach nur Farbe. Die haben einfach Farbplexer. Ja. Okay. Du hast noch so einen Gürtel an. So ich habe noch einen Gürtel an. Ice-Out-Gürtel. Save echt. Straight out of Kenneck Shop in Stuttgart. 10 Euro. Heißt das Shop ehrlich Kenneck Shop? Nein, heißt nicht Kenneck Shop, aber ist halt auch so ein, ja. Dort, wo man halt auch so Handycovers kaufen kann und seine Pakete abholt und allerlei halt. Türkenladen. Ah, ein Türkenladen. Ja, okay. halt so ein Bazaar-mäßig Laden. Ah, ein Bazaar, ja, okay, Bazaar, da. Genau. Haben wir das richtige Wort. Genau. Okay, sorry, ich wollte jetzt keinen angreifen. Ich weiß, es kommt wieder, kommt der Öl. Warum schreibt so wie diese eine. Na, ich feiere nur diesen Kanaken-Style im letzten Video. Oh. Die Türken laden, die ist das. Nein, nein. Hey, alles cool, ja. Supreme Unterhose. Ja, wieder der Weird Flex, Supreme Unterhose, meine 30. Absoluter Weird Flex. Euro. Aber, der Flex ist ehrlich. Aber wieso trägt man auch, das verstehe ich nicht wirklich, als Frau eine Boxershort so? Ich meine, kann man gerne machen, aber ich käme halt nicht auf die Idee. Hier. Bei mir ist prinzipiell Unterhosen sein Thema. Ich bin so weird, aber egal, für die Flex. Ja, stirbt man. Ja, haben wir ja schon im letzten Video festgestellt. Genau, richtig, richtig. So. Was hat das Leben für einen Sinn, wenn du nicht flex und dafür stirbst? Verstehst? Gar kein Feier ich von Mann diesmal. Okay, noch ein neues Statement. Weisheiten mit Bangel auf jeden Fall. Ah, Bangel. Okay. Hemd auch wieder nicht so teuer von Mango, ganz easy. Ich habe es eigentlich zum Arbeiten gekauft, aber trage das jetzt halt so, weil es halt cool aussieht. Das Oberteil ist von einer Freundin, ich weiß nicht, wie viel das kostet hat, aber das ist so ein Basic-Oberteil, kriegst du wahrscheinlich für 10 Euro oder so. Dann habe ich, was habe ich? Ich habe meinen Schal, meinen Prada-Schal für 3,50. Prada-Schal, okay, 3,50. 3,50 um den Dreh. Meine 3,50, okay. Vivian Westwood-Kette war, glaube ich, auch 300. Oh mein Gott, was geht im Hintergrund ab? Okay. 200. Irgendwer wird geschlachtet. 200 Vivian Westwood. Ah, das hast du ja im letzten Video schon gesagt. Vivian Westwood, meinst du? Okay, auch wilder Schmuck da mit diesem Stacheldraht und damit unterschiedlichen Chains, Playboy Bunny etc. Genau, ja, danke. Okay, ich glaube, das auf jeden Fall ein abgespaceder Style, den die Bangel da fährt. Schon im letzten Video gesagt, dass die Ketten nicht. Genau, alle, die anderen Ketten, aber. Genau die Kette habe ich jetzt neu an. Oh, okay. Die anderen Ketten sind von letztem Mal. Auch cooler Look. Ich finde die Ketten cool. Danke. Die Kette hier ist auch, finde ich, cool. Diese. Die hier? Ja. Ja, wie gesagt, guck meinen Schmuck auf Instagram. Die haben das alles da. Okay. Ist auch nicht teuer. So, du hast noch die Weste. Die Weste diese war. Sehr farbliche Weste, die auch sehr groß ist. Oh. Okay, ah, Calvin Klein, krass, aber dieses Backprinting finde ich cool, habe ich so noch nicht gesehen. Okay. Aber wie gesagt, ich mag halt Männersachen. Ich mag es so, baggy. I like it. Ja, wenn du es magst, dann trage es. Wenn du dich wohlfühlst, dann darf dir keiner was da reinsprechen. Voll. Voll. Mann, der Politiker. Kleine Raf Simmons, danke. Eine Kevin Klein Raf Simmons Weste. Genau, ja. Okay, krass, ich wusste gar nicht, dass sie eine Kollabo haben. Ja, da lernt man auf jeden Fall was bei der Bangel. Auf jeden. Okay. Ja, die sah halt schon wirklich sehr, sehr groß, diese Weste. Okay, cool. Ja, die Weste ist überdimensional groß. war, glaube ich, 350. 350, ja, okay. Genau. Die Brille? Die Brille, ich habe keine Ahnung mehr. Sieht auch so ein bisschen nach einer Palm Angels Brille aus tatsächlich, aber ich war ja beim vorigen schon falsch mit dem Schal. Aber die war nicht teuer, 10 Euro oder so. Für den Drip. Wichtig auch Sonnenbrille, wenn es dunkel ist, ganz klar. Okay. I wear my sunglasses at... Cringe. Ja, crazy Outfit. Ich muss an der Stelle echt mal sagen, so... Das ist zwar gar nicht mein Ding, aber du hast so einen Vibe, du hast so einen Film, du fährst den. Ich weiß, alle haten die Asiatin, deswegen komm mal, ich hab keinen Dank, Alter. Komm.
Sie ist zu groß. Ich weiß jetzt schon, die werden sich jetzt schon wieder die Fresse auseinanderreißen. Ja. Komm. Nee, Spaß. Hey, Leute, so, ich weiß so, ich bin anders und ich weiß, da draußen. Mann, jetzt hör mal auf mit deinen Werbungen. Draußen gibt's aber Leute, die checken mich und die verstehen mich, deswegen, Alter, ich bin down für euch. Ich bin da für euch. Versteht ihr? Ja, die ist herzig. Cool. Ja. Bleib so, wie du bist. Okay. Bitte verändere dich nicht. Du auch nicht, Mann. Nein, Mann, alles gut. Du bist cool. Ja, du auf jeden Fall auch. Danke. So, Leute, das war's. Du bist an der Schneider da schon wieder. Ja, war ein witziges Video zum Schluss nochmal mit Benchel. Schön, dass wir die auch nochmal gesehen haben. Wenn es euch gut gefallen hat, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, warum. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video und wir sehen uns dann hoffentlich. Habe ich eigentlich mein Instagram schon geplagt? Schaut vorbei. Instagram. Nein, wir sehen uns dann hoffentlich am Freitag mit dem Unboxing. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das war's von mir. Euer Maximilian.